In dieser Folge habe ich sowohl einen Tipp für dich, wie du deine Google Ads optimieren kannst und weiter immer effizienter auf eine Zielgruppe ausrichten kannst. Und gleichzeitig ist das auch eine mögliche Fehlerquelle. Das hatte ich letzte Woche im Coaching bei einer Kundin entdeckt. Und somit herzlich willkommen. Ich bin Christoph vom Master of Search. In dieser Folge möchte ich dir einmal das Thema Zielgruppen für die Ausrichtung und für die Beobachtung nochmal näher bringen, wofür du sie im Positiven anwenden kannst und wo du sie auch mal einfach bei dir überprüfen solltest, weil es nämlich tatsächlich auch im Negativen ein Problem ergeben kann. Ja, worum geht's? Es geht darum, dass du in Suchkampagnen im Bereich Zielgruppen, Keywords und Inhalte auf die Zielgruppen gehen kannst. Und ich habe dir in anderen Folgen schon sehr häufig erklärt, dass Google ja ungefähr 730 vordefinierte Interessenskategorien und Zielgruppenlisten hat, die du verwenden kannst, um eben zu sagen, die Nutzer sollen nicht nur nach bestimmten Suchbegriffen suchen, sondern sie sollen von Google auch in bestimmten Zielgruppen, Interessensgebieten bis hin zu demografischen Merkmalen enthalten sein. Ja? Das heißt, jemand sucht nach deinen Begriffen und soll auch noch in der Zielgruppe drin sein, Luxusshopper. Ja, und da gebe ich dir jetzt sozusagen gleich mal den Tipp mit, dass du im Prinzip all diese Zielgruppen, gerade dann, wenn du bisher noch nicht so effiziente Kampagnen hast, kannst du einfach mal alle Zielgruppen, die Google anbietet, zur sogenannten Beobachtung hinzufügen. Ja, Google schlägt dir hier schon mal was vor, wo er sagt, okay, da denkt er, das passt zu deinen Themen. Ja, das kannst du dann also einfach mit auswählen, kannst dann sagen, okay, ja, das passt hier alles, das nehme ich alles mit rein. Oder du gehst über Suchen, ja, und dann gehst du über Interessen und Kaufverhalten der Zielgruppe und da findest du eben all diese Zielgruppen, die du auswählen kannst. Ja? Wenn du das mit Beobachtung machst, dann ist das tatsächlich nichts, was sich auf deine Kampagnen auswirkt in dem Moment, sondern du hast den Vorteil, dass du ab dem Moment quasi alle Daten sammeln kannst für die verschiedenen Zielgruppen. Ich speichere das jetzt einfach mal. Habe jetzt hier noch nicht alle hinzugefügt, das würde jetzt ein bisschen lang dauern für das Video. Aber ab dem Moment, wo du sie hinzugefügt hast, kannst du eben für jede Zielgruppe sehen, wie viele Impressionen, wie viele Klicks, welche Klickrate, wie viele Conversions, was für ein CPA, was für ein ROAS. Also alle Daten, die du auch auf Kampagnenebene auswerten kannst, kannst du dann für diese Zielgruppe auswerten. Ja, und es ist relativ wahrscheinlich, dass du ein paar Zielgruppen haben wirst, die extrem gut funktionieren. Und welche, die extrem schlecht funktionieren. Wenn du zum Beispiel in einem Gebiet unterwegs bist, wo es einfach ein riesen Suchvolumen gibt, also zum Beispiel Smartphones, Handys, ja, Handyverträge, vielleicht Schmuck, also irgendetwas, was einfach so eine Art Massenmarkt beinhaltet, ja, und wo du aber vielleicht eine gewisse Unterzielgruppe erreichen möchtest für dein Angebot. Da kann es sehr sinnvoll sein, einfach mal alle Zielgruppen zur Beobachtung hinzuzufügen, das für eine Weile laufen lassen. Also du brauchst natürlich schon, ich sage jetzt mal, mindestens 10 Klicks pro Zielgruppe, um überhaupt sagen zu können, das funktioniert gut oder es funktioniert schlecht. Aber du kannst es ja auch monatelang, ja, oder vielleicht sogar auch mal ein Jahr lang laufen lassen und sammelst einfach die Daten. Und dann guckst du da regelmäßig rein und schaust, gibt es jetzt schon aussagekräftige Daten dahinter, ja? Und dann kannst du eben auch Zielgruppen finden, die funktionieren sehr gut. Dann kannst du sagen, okay, vielleicht richte ich mal meine Kampagne mit meinen Suchbegriffen nur auf diese eine Zielgruppe aus. Ja, und sage eben, okay, Nutzer müssen in dieser Zielgruppe sein, sie müssen nach meinen Keywords suchen und dann sehen sie erst meine Anzeigen. Ja, und dann machst du deine Kampagne dadurch aber deutlich effizienter, weil du eben vorher schon mal getestet hast und weißt, okay, diese Zielgruppe funktioniert extrem gut. Im Umkehrschluss kannst du eben auch gucken und sagen, finde ich denn Zielgruppen, die unterdurchschnittlich performen? Also wo ich viel mehr pro Conversion bezahle, wo ich irgendwie nur Geld ausgebe, aber kriege keine Conversions, keine Umsätze oder die Conversions, die kommen, sind alle nicht qualitativ hochwertig. Dann kannst du natürlich auch sagen, du möchtest diese Zielgruppe ausschließen. Ja, dann kannst du sagen, okay, pausieren. Und dann wird diesen Nutzern deine Anzeige nicht mehr geschaltet, wenn sie eben nicht in dieser Zielgruppe sind.
Und damit komme ich jetzt auch zu einer möglichen Fehlerquelle, wie ich das am Anfang der Folge schon gesagt habe. Denn das war bei einer Kundin der Fall. Die Kundin hatte sich gewundert, warum sie quasi nie ihre Anzeige sieht. Und auch wenn sie Freunde fragt, sieht sie nie ihre Anzeige. Ja, da gibt es natürlich noch ein paar andere Kriterien drumherum, warum Google das auch immer weiter herabstufen könnte. Aber nachdem wir ein bisschen gesucht haben, haben wir tatsächlich gefunden, dass sie eine Zielgruppe hatte, die hier ausgewählt war. Und die war nicht auf Beobachtung gestellt, sondern sie war auf Ausrichtung. Das ist die andere Option hier oben gestellt. Das bedeutete, die Anzeige wurde wirklich nur dann ausgeliefert, wenn jemand sowohl nach den Suchbegriffen, also nach den Keywords gesucht hat und in dieser einen Zielgruppe von Google einsortiert war. Und das hat natürlich dieses gesamte, also die gesamte Zielgruppe sehr, sehr stark eingeschränkt. So stark wollte sie das gar nicht haben. Ja, wir haben auch nicht herausgefunden, wodurch diese Einstellung mal kam, wer das gemacht hat, ob das vielleicht auch eine Google-Empfehlung war oder ähnliches. Auf jeden Fall war sie da und hat die Kampagne massiv eingeschränkt. Das heißt, wenn du dich vielleicht wunderst, warum du deine Anzeigen nie siehst, warum du vielleicht irgendwie einen relativ hohen Anteil an möglichen Impressionen hast, aber irgendwie doch relativ wenige Impressionen, oder du einfach das nur mal so checken willst, dann gehst du mal in dein Google Ads Konto, gehst in die Kampagne, gehst auf die Zielgruppen, guckst einfach mal, hast du dort schon was hinzugefügt? Wenn ja, steht dort bei der Ausrichtungseinstellung Beobachtung oder Ausrichtung? Ja, und dann überlegst du, ist das so gewollt? Genau, diesen Tipp wollte ich dir in dieser Folge mitgeben. Und wie gesagt, auf der einen Seite die Möglichkeit, dass du das im positiven Sinne nutzt, um einfach mal zu gucken, gibt es Zielgruppen, die besonders gut oder besonders schlecht funktionieren? Und auf der anderen Seite auch mal zu gucken, ob die Einstellung, die du aktuell dort hast, auch wirklich für dich die zielführendste ist. Wenn du Unterstützung brauchst, dann geh gerne auf die masterofsearch.de Seite und melde dich bei uns.